Der emeritierte deutsche Papst Benedikt der 16. ist gestorben. Er war der erste deutsche Papst seit mehreren Jahrhunderten und nur einer von zwei Päpsten, die von ihrem Amt zurücktraten. Er war ein tiefer konservativer Verfechter seines Glaubens, war aber auch vor allen Dingen in Hinsicht mit dem Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche nicht unumstritten.